gerade auf den Bauch. Dann machen wir das gleich, ja? Ja, Leute, was geht ab? Willkommen im Berliner Weekly Chat und willkommen zum Berliner Weekly. Wir haben Mr. Zeniakis gegen Nautimus 51, nicht wirklich, wir haben tatsächlich, aber da muss ich mal die Kamera adjusten hier, das ist ja gar nicht mehr da. Ja man, das ist schon eher so mein, fuck, wie macht man das am besten? Ja, das ist doch schon mal ein Anfang. Willkommen im Chat, Kinders. Wir haben tatsächlich eine alte Legende hier. Das ist Perfect Shadow, meine Freunde. Old School Legend. 2079. Ganz weit oben. Ey, fuck, wie sieht's mit Laden aus? Also hier sagt der Laptop gerade, hat 0% Akku. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Müssen wir ganz kurz mal angeschlossen werden. Okay. Laden. Also, wir haben das erste Match. Ich habe noch nicht so viel kommentiert von dem ersten Match. Ich muss gerade noch den Screen updaten. Wahrscheinlich ist auch gar kein Schwein da. Ich muss das mal retweeten. Und zu viele Sachen, die auf einmal hier gerade ablaufen. Player Ons ist perfekt. Fuck is that? Okay. Dort ist das nicht, das ist Shane Wayne. Leute, jetzt passt der Stream auch wieder. Wir sind wieder back in Business. Ja. Also, meine Kinders, wir haben hier eine Oldschool-Legende und wir sehen auch, warum das eine Oldschool-Legende ist. Hält sich hier wacker gegen Sean Wayne mit einer sehr guten Führung. Ein Up-Tilt, Side B, Fisch, der kann CC dagegen. Als Dr. Mario. Down Smash ist eine ganz interessante Sache. Man kann Down Smash von Marth mit Marth punchen, ganz gut. Wave the Shadow Shield Rap. Aber das passierte nicht. Und Dr. Mario hier immer noch mit einem Stock. Wird aber geedged gerade hier, ist zu weit hinten und fliegt von der Welt. Und da kommt schon der nächste Dr. Mario. Frisch von der Medizinschule. Aber vielleicht auf Englisch? Englisch oder Deutsch? Ist überhaupt jemand im Chat? Ich glaube nämlich eigentlich, dass hier kein Schwein ist. I don't think there's anyone right now, right? Chat, press one if you're here. Da muss man erstmal raus tweeten. Und Perfect Shadow hier mit dem ersten Garne. Das ist das 1:0. Für Perfect Shadow.
sehen wir das jetzt auch? Ha. Ja, der Stream ist jetzt nicht so einfach hier, ne? Das ist alles nicht so einfach zu handeln, ja? Ja, steht auf jeden Fall 1-0 für Perfect Chillo. Ich weiß aber jetzt auch nicht so genau, was hier abgeht. Oh mein Gott, er hat versucht, ihn zu capen. Das ist sehr, sehr smart. Ich bin mir bis heute unsicher, ob man darauf reagieren kann, aber Sean Wayne rennt einfach runter und tötet sich selbst. Da auch niemand 1 in den Chat geschrieben hat. Chat, schreib 1, wenn du im Chat bist. Deswegen denke ich, hier ist eh kein Schwein. Ich kann also labern, was ich möchte. Wichse, Wichse, Wichse. Salakis, Seniakis. Auf jeden Fall sind wir online, Leute. Twitch.tv/PuddingSmash. Ha? Ja, ganz okay. Ich weiß noch nicht, wie ich den Score einstellen kann. Habe ich das so besser? Ah ja. Ah, perfekto. Dann will ich das. So, wer spielt jetzt dort? Wie ist dein Teil?
sein, okay. Thank you.
Servus, ich bin noch ein bisschen kalt, danke.
Flip. Thank you.
junger Clip. Nee, hat er nicht. Der Junge hat nicht geklippt. Thank you.
gerade bin. Wenn das Sammy gegen Berlin Classic. Was geht ab? Berlin 13 Atze-Emote spielt gerade. Oh shit. Ach, das ist das Berlin 13 Atze-Emote. Geil. Kriegen das nur Subscriber? Ja. Das ist so gut. So ein Atze. Wenn ich das eingebe, dann passiert es einfach, oder? Das ist groß, aber. Nein! Das ist inverted. Ja. Fail. Berlin 13. Atze. Das geht. Das geht. Ja, das ist ein heftiges Set. Ich weiß nicht, wie die Stats gerade sind. Aber ich wette, die haben ein ziemlich knappes Head-to-Head. Ja. Sie war jetzt schon ewig nicht mehr da. Und Konzi ist schon immer wieder da eigentlich, muss man sagen. Wir sind fast immer. Ha? Wir sind auch fast immer. Stimmt. Also es sieht auf jeden Fall sehr atzig aus, was die zwei da machen. Also die Player-Cam sieht klasse aus. Oh mein Gott. Die Kombos. Ist even. In der Corner. Side Beat rein. Es klappt irgendwie. Falcon mit in der Stage. Konzi der Speck, die drei miteinander. Down air, in der Corner wieder eine Situation. Oh shit, Gentleman. Oh. Weird shit, weird ja, shit. Wie passiert sowas denn? Ja, ich weiß nicht, das ist das erste Match. Ja. Ich würde eher sagen, ich würde fast sagen, das ist ein gutes Stage für Falco, aber ich weiß es nicht. Aber vielleicht hat CF ja auch hier gute Tools, hat viel Platz anscheinend. Aber ansonsten relativ even, auch mit dem SD eigentlich. Mal schauen. Aber hoffentlich tiltet Konzi auch nicht. Ja genau, ich frage mich, wie viel Hass kommt hoch. Wie viele Lasers er noch braucht, damit er tiltet. Ja. Wie viele Rolls, die er nicht punisht. Wie viele F-Smashes die treffen. Da, Backer. Oh, Lächeln. Weak Backer. Oh, 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 nicht der Drift-In. Da ist er rausgedriftet. CF immer rein driften. Oh, der Tech Chase. Oh. Das Lee. Das geht. Diese Stocks sind super wichtig für CF, dass er so diesen Lead kriegt. Weil jetzt hat er so die Möglichkeit, einmal gefickt zu werden. Und dann geht's weiter. Dann kann er sagen, und weiter geht's. Es wird zurückgefickt. Ja, mei. Plattform-Scheiße. Oben auf der Plattform, der andere ist unten unter der Plattform. Jetzt springen sie aufeinander drauf. Steve schießt drei Laser, dann Laser in. Drei Laser, Laser in. Oh, schon wieder. Das geht. In dem Moment hat Konzi den Pauschen trainiert. Ja, genau den. Nur für diesen Charakter. Ich glaube auch.
klippt den Scheiß, auch wenn es jetzt nicht gerade was zum Klippen gibt, aber insgesamt, wenn ihr was zum Klippen habt, klippt den Scheiß. Es guckt wahrscheinlich eh kein Schwein wieder zu. Ein solcher kommt sich. Oh, guck mal, was da war. Du es anguckt. Danke. Du bist gemutet. D-Rage ist im Chat. Servus, D-Rage. Krank, viele Leute sind im Chat. S1-Fucker. S1-Fucker. Zweites Game jetzt auf D. Gutes Stage zum Combo. Stevo so ein bisschen so eine Millisekunde immer am Finish zu langsam, so wie hier mit der Dare. So, man merkt, wenn man hat es lange nicht besucht, so wie ich. Total rusty. Aber wird schon wieder. Konnte sie heute einmal den Stomp nicht schaffen? Bestimmt. Einmal schafft er immer pro Tag. Er hat einmal pro. Das ist wie bei Banjo-Kazooie. Smash Ultimate, er kann das 5-mal machen am Tag und den Rest klappt es nicht. Der ist ja gestern rausgekommen. Ja, das ist jetzt, ist bestimmt toll, wenn man Ultimate mag und diese Fair into Down Air und ich weiß nicht mehr, was davor war, ich glaube auch noch mit der into Fair into Down Air. Krank. Gutes, jetzt guter Lead mit dem Up-Tilt. Jetzt kommen die Kombos. Oh. Und jetzt so ein Opening ist so fatal gerade, 60-70%, ja. Ihr seht das alles, keine Plattform. Keine Tech-Chase-Situation. Alles pur gekommen. Oh mein Gott, er geht nach Baum. Ich frage mich, warum er nicht nach oben. Ob er wohl einen Engel wollte? Vielleicht wollte er einen heftigen Engel. Ganz straight nach oben wird gepunished. Backer, retreating Backer. Dash in, Backer. Kommt noch eine Backer. Oder auf einfach nichts. Das kann man auch so machen. Ja, was passiert jetzt gerade? Grab, Down Throw, kein Tech Chase, einfach Raw, Read auf den Tag in Place. Jetzt kommt einfach der hier. Die wird zu lange in einer Position. Konstantin versucht es mit Drive-By Storms, mit Nairs, aber wird jetzt. Keine so große Combo dieses Mal, aber vielleicht dieses jetzt. Mit Nair, das wird um nichts wahrscheinlich. Oh, genau. Oh mein Gott. Es geht zu schnell. Aber er wird. Oh mein Gott! Checkpoint! Und Stevo lebt doch! Das sieht mir sehr nach dem Ausgleich in diesem Winners Halbfinale aus. In diesem Gewinner-Halbfinale. Ja. Es ist auch eine miese Brise für Falcon, was die Stage angeht. Aber diese Uptails sind eklig. Catchen eine Nair rein, die catchen auch Raw Dash in rein, die catchen auch diese Drive-by Storms teilweise, also diese Uptails sind super gut zum Stuff. Da muss Konzi so ein bisschen seinen Rhythmus aufbrechen. Oh, er versucht es. Und er wollte den Read auf die Tech Roll in, aber diesmal gar nicht. Er readet jetzt die No-Tech-Option, die hat Stevo vorher die ganze Zeit gemacht. Und jetzt, Stunde der Wahrheit, könnte er ein. Nein, kann er nicht leider. Schade, kein Sechi. Sechi, wo bist du? Oh mein Gott, wenn das. Also, das war ganz schön risky tatsächlich. Das sah zwar jetzt sehr, sehr gut aus, aber es war super risky, weil der Drift war so, dass Falco einfach runtergefallen wäre. Und dann hätte Konsti recoveren können, aber Game 3, es ist 1-1. Gewinners halbes Finale auf dem Weg zum ganzen Finale. Zum Gewinnerfinale. Genau. Das ist ja, man muss ja gar nicht mehr sagen, dass das Ganze ist. Ja. Wenn es nicht mehr halb ist, muss es ja ganz sein. Ne? Naja, das Ganze ist aber halt das große Finale. Das stimmt, aber das ist ja das große, das Grande. Finale Grande. El Grande Finalo. Das war ganz falsch, Entschuldigung. Aber das Wiki secured in Stock. Ich weiß leider, ich habe gerade nicht so viel aufgepasst, Entschuldigung. Ich auch nicht. Aber. Down Smash, na klar, der Kopf kommt raus, wird getroffen.
Da hilft kein Helm mehr. Rufus ist da. Rufus. Krank. Rufus kommt zum Weekly. Es beschwert sich niemand über das Seeding. Wirklich niemand. Das ist so viel zu. Alle sind viel zu nett. Ja, geht doch gar nicht. Spaß. Nett sind wir auf gar keinen Fall. So. Oh, und ich wollte gerade sagen, Steve hat es eigentlich zurückgeholt, aber im Endeffekt war es relativ close eigentlich. Ich denke, wenn Steve so weiterspielt, dann sehe ich, ohne diese Sachen, die zwischendurch passieren, dann läuft es auch ganz gut. Tech-Roll. Ja, ja, das war jetzt natürlich ein bisschen schwierig, muss man sagen. Aber kriegt eine gute Up-Till. Okay, so. Ah, okay, mit Twitch, das war das Match direkt. Und da genau das gleiche wie im ersten Match. Das war super close und Steve hatte die Chance und dann passiert eine blöde Sache und eine Kombo später und Falcon hat so ein Lead. Mikro von deinem Lied, ich glaube. Oh, Entschuldigung. Ja, ich bin auch ein bisschen leise, weil ich will nicht, dass die Spieler das so gut hören. So? Besser? Ja, auf jeden Fall gute Position jetzt für CF, weil. Jetzt muss Falco approachen und davon hat CF ganz viel. Ihr seht diese Retreating Fairs, ihr seht wenig Commitment, aber er kann sich das leisten, Stop ist weg. Das wird auf jeden Fall rough, zurückzukommen, aber also eine gute Combo, es ist dann wieder drin, aber es ist jetzt super rough, kein CC% mehr, alles Knockdown, Downer connected into Knee, Rap. Generell könnte schon fast tödlich sein. Die Gims werden jetzt schwer, aber Combo, Honest Combo könnte. Oh Junge. Oh, das war krank. Das muss man mal heftig. Aber. So, oh. Jo! Und ich sage Stockhounds. Aber Invincibility ausgenutzt, er ist da hochgegangen. Ich weiß nicht, was macht man da? Geht man zur Ledge vielleicht lieber? Ledge stallen. Ledge gehen. Invincible Ledge hoch, nachdem die Invincibility weg ist. Shine, Combo versuchen. Vielleicht zwischendrin in der Combo versuchen, einen Knockdown zu kriegen. Ich weiß nicht so genau. Aber Dreamland, it is. Zurück zur ersten Stage. Oder? Ja. Kannst du ja gewonnen, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob es weiß, was du meinst. Ja, also auf jeden Fall ist es jetzt. Ist alles noch drin? Sie war gerade im Moment. Ja. Wichtig ist, dass die Textile Flaps wegbleiben, die SDs wegbleiben. Ja. Dann sollte das schon laufen. Oh, er hat was Fancyes versucht, Alter. Richtig da, hier so richtig. Richtig. Schwupp, schwupp. Jo, und Stigo mit dem Lead. Schaut bisher gut aus. Ah, er fällt nicht drauf rein, er reagiert darauf und Dash Away. Macht den Dash Away einfach länger. Stufft die Downer mit der Back Air. Krasser Drift im CF hat, ich bin immer wieder erstaunt. Und das Connected, das killt sogar. Krass. Was haben die sich dabei gedacht, dass der so gedrift hat? Komplett bescheuert. Nein, das war eh kein Competitive Game. Das stimmt, das ist kein Competitive Fighting Game. Weil sonst wäre Fox auch nicht so overpowered. Es geht, alle sind broken, damit geht's wieder. Ja. Über Top 3 Charaktere. Ja, was passiert hier gerade? Irgendwie konntest du mit. Du meinst 5 Charaktere? Top 5 Charaktere sind halt broken. Ja. Und zu den anderen? Okay, dann geht's jetzt zu den anderen, aber ich glaube so. Unter sich sind nur. Für mich sind nur die Top 3 broken. Also Fox, Smart und. Jinx. Ja. Ich find Falco ist honest. Falco ist überhaupt nicht broken. Oh shit. Wieder gleiche Situation. Wenn jetzt der Stock fällt, könnte das wird schwerer. Was
müsste der Stock sein. Ja, Backer in die andere Richtung, könnte killen. Ja, alles klar. Das geht weiter. Aber es sieht ein bisschen rough aus. Also irgendwie so, sieht das nicht so aware. Also vor allem bei diesen so Invincibility-Situationen. Der stand es einfach nur und dann wird er einfach geerbert oder sonst was. Steve war im letzten Stock von ja. Winners Seite. Tatsache. Von der halben Winners Seite. Eventuell das Viertel vom Losers. Nee. Oh, das war nice. War das noch alles super gut machbar? Er hat ihn schön gebaitet, ist wieder zurückgedriftet. Und backert ihn einfach nochmal, immer wieder. Jetzt passiert irgendwas Komisches. Oh mein Gott, er ist so schnell unten gewesen. Holy shit. Ja, even. Super even. Oh no. Ah, das ist der Stock. Das ist das Stock GG's 3-1 für Fancy. Gutes Spiel. Jetzt spielst du ja gegen Steve. Nee, ich spiele gegen Konzi. Nee, gegen Konzi ja schon. Genau. Irgendwann demnächst. Ich weiß nicht, ob es direkt ist oder ob wir noch ein bisschen warten. Gucken wir mal. Nicht hier, ihr müsst nach Hause schon. Scheiße, was ich auch ins Spiel bleiben. Wir haben nichts gehört. Was? Ich kann es schon holen, ich muss es spielen. So Leute, es geht bald weiter, bald geht's weiter. Ich weiß nicht, womit es weitergeht, aber bleibt gespannt, bleibt tuned in. Nächstes Set on Stream. Nächstes Stream Set. Ja, aber wenn ich das hier, weil das, wenn ich da wohl das machen würde, dann machen wir das.
gegen Rivka ging es. Das wollen wir.
Thank you.
Kill him! Oh shit! Oh! Oh! Oh. Subscribe diesen Channel, ich sehe auch gerade September. September. Sind Subs günstiger. Kill him. Kill him, Steve-O. Nice. You killed him. Get him again. Oh no. Nice. Uh-oh, he's gonna get feared. Weak fair. Alright. Nice. Shut this shit. Ooh, fair. Oh, what? Reversal at the edge? Take chase on the platforms. Man. Steve-O went a little bit too far out on the limb there, it looked like. Hey, is this a new mic? No. Kill him! Yes! Yeah, four tilt, I think you're exactly right. That was a very perspective combo. Alright. Yeah, he's in the lead now anyway. Okay, well, I mean, it can all change so quick. Alright. A little too low percent, but that can do it. Forward tilt and okay, last stock. Sorry, I'm commentating in English all of a sudden. Sorry, it's okay. Kill him, yes! All right. Sorry, I'm a bit biased. All right, 2-2, huh? Oh, nice, we got a new... Oh, that's much better than the that's old one. That's from Geeky Goon Squad. Oh, great, that's much better. Jeez, that's much better. Back to the same map? Crazy. Rivka thinks he's better on this map, I suppose, huh? Or just doesn't like what other options he has. Yeah. What is this? There's just quarterfinals, right? Really? Alright. Nice angle. Okay. Should turn off the aerials. Nice. Tier 1. Should I subscribe at Tier 1? I think I've got an Amazon. Tops are in this month. Oh, it's savage! Only 41%, but that was really cool. Jeez.
Spin Baron. Oh, no H guard. Okay. Yeah. Oh, it gets Baron. Yeah. Shot him across the side of the map. Alright. Double fair. Yeah. Alright, alright. Okay. Gonna steal some of this Falco stuff here. Rivka's gonna take a lead here. Yeah, Steve was kind of trying to ice him or something with a multi shine. All right. Come on, Falco. Everyone loves Falco. Get him, yes, off the top. Totally biased commentary. Okay, down smash. Coleman tier mall mids. Lessons auf Deutsch, kommentieren. Kick his ass, Falco. Sehr gut. Let's go, Falco. All right. Oh, okay. Let me explain that something to you, right? Yeah. Falco? Yeah. It's not the like best. The tutorial beginner. Yeah. Oh, because, shit. Tournament stock for Rivka. Yeah, tournament stock. Oh, shit. It? Yeah. It's 2-2. 2-2. Kill him with a fire combo. But no. All right. Go for the fire parts this time? It's not. Nice. Oh, yeah. Yes, with that fire smash. It's all tied up. Well, last stock. Last stock. Oh, spot dodges on deck. Yep. Okay, get the lasers going. Yep, the lasers are coming out. All right. Nice the eyes out of the upper. Shy guy, get out of here. Yeah. Had enough of you. He does not ever get shined. Yeah. You notice Rivka is just too good. Yeah. I think he's concentrated. Oh, you got shine there. No. I see Rivka taking this. He's taking command. Yes, there it is. Oh, the first! He's still up! But why? Oh, what's it gonna be? What's it gonna be? Oh, the tension. Nice trainer. The tension! Okay. Oh, down here? Oh, no. Not enough. Does not go not for enough. Him. Jesus. Nice nair. Nice nair. Not a meme. Okay. Down there. He's got it. Yes, dude. Randall. He doesn't get him on the edge. Oh, that's right here. Oh, what? Oh, Jesus. What a trade. Crazy last stock. Yeah. That's not the truth. Nice. Yeah. Jeez, take that trade any day. What was the trade? So the upset basically got upset. Oh, right. Yeah. That is unfortunate. Yeah. Sorry, Rivka. Damn it, that was mad. Are you? So the chat is asking, if Rivka knew how to wave dash, would he have won the game? That's a joke. Rivka. Just being me. No, I'm commenting now. Dennis, kein Spiel zu. Sam. Was zur Hölle. Young Ulrich. Sean Wayne. Sean Wayne, oh shit. Steve with the steely nerves, dude. Yeah, tell me about it. He's not losing. That's crazy. He got onto the cloud. What? Yeah, that was nuts, man. That was Randall. Randall. Yeah, seriously, that game was over Major otherwise. Are they playing teams? See, they're playing teams. Teams? Why can't we play teams? 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 No, they're playing three people. I want to play teams. You want to play some teams? I do. I've got a second. Let's watch one more game. This is Dennis and Sam. I have sick lust to commentate. Krass lust. Krass lust. Heftig Bock. Heftig Bock. Yeah, Bock. Heftig Bock. Heftig Bock. Richtig Heftig Bock, man. Richtig Heftig Bock. Okay. Hey, I learned something in German this week. You want to hear it? Yes. Komm ran auf den Meter. Komm ran auf den Meter. Very disgusting thing. Yeah. Definitely sleazy as fuck. Cool. Old men Everyone. To young women say this in bars. Oh, really? It's horrible. Oh, shit. Kameran auf den Meter. It's like, please no. Kameran auf den Meter. It's never good smelling people who say this. Oh, really? But I normally if smell. You know it as a, if you know it as an American, it works. Yeah. So do I'll do me. Do, I know you couldn't. Kameran auf den Meter. Man, I had everyone. Somebody taught me that at work, and everyone was laughing every time I said it. It's just fun when you say it because you say it in the correct tracker. Oh, Karon. Bis
Discount wieder gekannt? Nee, der ist gerade zu Hause. Warum? Der musste noch warten, das wurde das Feinde. Und dann ist er nach Hause gegangen. What? Liebe Grüße an Karon. Bisschen weird von dir auch. Und Geldjunge guckt zu. Schade, dass Geldjunge nicht da ist, weil Geldjunge hätte am Ergebnis. Der kommt wieder. Sam got those? Oh nein. Minus the Edgeguard game? Jesus. That's the Sam thing. Yeah, that's the floaty curse. Come on out of the middle. Come on out of the middle. That's the peach down smash. It's the come on out of the middle. Junge. Nice. That was actually a sick combo. Yeah, that was totally sick combo from Sean Wayne. Could not see the deal. Ich habe ja die ganze Zeit noch gehabt, zum Beispiel Crouch Cancel und Smash. Ja, ja, aber trotzdem. Einfach. Aber das war... Oh, nice grab! Ich habe jetzt einfach Rust hier. Aber du hattest Pech mit der Wolke und du hattest zweimal ganz knapp schneller. Ich hatte einfach... Im FD-Game habe ich halt den Kopf klar gehabt, deswegen habe ich mehrfach Cash gehabt, wo er halt so Recovery-Mixers hatte. Und in dem Game habe ich einfach nur noch gebetet, dass er endlich stoppt. Und deswegen... So, das ist das Magic-Game. Niemand... Rifka, was ist da los? Warst du doch Tierstock? Ja. Nee, tust du, aber ich meine, er hat da mehrere Recovery-Mix-Ups gehabt, wo ich normalerweise von ich von mir selber weiß, dass ich nicht hitte, wie ich Edge Guard kann. Und ich habe mir den Kopf klar behalten, das gemacht. Und beim Yoshi-Scale habe ich einfach nur noch. Ja. Aber fair, bitte. Aber das war ein cooles Game deswegen. Ja, Spaß gehabt, guck. Hat Sam in der Tür. Ich nur das Geld von dir. Poor Riff. Er ist einfach. Also, ich kann jetzt Berlin direkt ein Tatsitz-Boss von mir. Wir fallen den Gewinn von Fall. Hat Mr. Sam. Center. Oh! Mr. Center! Oh! Let's fucking go! Warum ist Sam so swaggy? Er ist so cool. Hat Sam so Business, dass du gewinnst? Oder ist das krass heftig, wenn er gewinnt? Ja, spielt nicht so Sets, wo er richtig durchdreht. Ich spiele gerade schön. Ja, gut, so normalerweise sollte er es nicht gewinnen. Ich glaube, er hat letztes auf gleichen Kurs. Falcon Tech. Ja, das war auch so ein bisschen. Ganz dumme Frage. Peach Pikachu ist ganz horrible. Kann ich danach reload dann? Wie er immer so springt, dass man dann so geil den Return fangen kann. Das wusste ich nicht, dass es geht. Oh, ja, das ist gut. Kickt. Shield drop. Weird stuff. Oh, get out of my business. Oh man. That's unfortunate. Yeah, floating there. He's caught almost every time. Talking about in a fun way. Yes. Hast du gesehen, wie das Game losgegangen ist? Hat ihn gekannt, Combo und Peach ist so zurück an die Kante ab. Ich wollte die Wii abzubauen. Oh, da wollte er da mehr. Crowd commentating. Yeah, man. Dozens of people commentating all at once. Wir können das Mikrofon auch zu den Player leiten. Ich gab's doch mal bei dem Turnier, wo der Westworld den Qualifying hat, der Gegner verpasst. Ja, das stimmt. Dann so, I think I just told them, sorry. Und dann werden sie das halt auch so direkt. Und er so, hey, wollen wir einfach woanders hin? It's a bait. It's a bait. Get him. Peach, man. Was ist das hier? Oh, nice. Oh, krass. Ah, schön. Nice. Update, wenn es tippert. Ja, auf jeden Fall. Oh, jumped into it. Das war die ganze Zeit mit. Das war die ganze Zeit mit. Yes. Yes. Nice. Oh, shit. Clip on the tiniest part of the umbrella. Let's go. That's so good. Oh, no. Oh, did he? Yeah, I think, shit. Like, you wouldn't upbeat wrong way. Sure. Yeah. Well, that depends. Cruz! Oh, what? Nice. Get off my stage! This is my lawn, sir! You have no business being here. This is trespassing. I'm getting my shotgun. Oh, trying to save him. Jeez. Dennis looking oddly annoyed. That's fine, man. So. Yo.
FD. Er always FD. Ich möchte den Chatverlauf sehen, ne? In meinem Set. Okay. Karin hat das Geilste geschrieben. Ich. Du hast drauf. Good comments. I got it. Nice. Gut, ich geh nach Hause. Muss jetzt mal frische Luft kriegen jetzt. See you later. Shit, man. Jesus, you tilted or what? Miss you. No, I'm just kidding. I lost, now I'm going home. Ich werde einfach frische Luft. Alright, okay. Kein Bock mehr gehen. Da, hat keinen Bock mehr. Ciao, dude. Frische Luft, hier stinkt's. Oh!
schlecht gegen Konsti. Okay. Ja. Aber ja. Gesagt. Kellner das Set. Ah, da hat er, stimmt, hat er wirklich. Ja, so, will das keiner? Geil. Bis du kotzt und dann kotzt du nicht wirklich, sondern frühstückst und dann geht's weiter. Okay, es steht 1-0 für Garon. Charon. Charon ist der Morph. Kobobi ist. Ich kenne keinen Kobobi, ich kenne einen Konati. Oh, ich stehe direkt wieder auf. Ja, aber langsam hier. Kobobi hört sich an wie Obi-Wan Kobobi. Mega gut! General Kobobi.
So, wer ist denn hier? Wer ist denn alles da? Wer ist denn da, Chat? Wer ist denn alles hier? Oh mein Gott, Konadi! Nein, das war so ein Ding. Ich wollte die so einbinden, damit die auch mit uns chatten. Verstehst du? Das war. Geld, Junge, Shish! Geld, Junge, Shish! Du sagst. Yo! Es ist der Magna Slasher im Raum. Konadi im Chat. Konadi im Chat, hoffentlich. Wir müssen über den Magna Slasher im Raum reden. Dusan kommt in 2 Wochen zum Weekly. Aber er wird auch noch ein Turnier machen. Wird ihr uns immer. Es wird eher NBA 2, hat er gesagt. Wow! Hatsko. Was? Das war schneller als die Polizei erlaubt von beiden Parteien. Oh! NTSC. Die identische Reaktion. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich dachte, das passiert nur in Amerika. Nee. Nee, seit einem Jahr auch in Australien. Das ist ja alles geskriptet hier. Hoppla! Aber hast du Steve gesehen gegen Benno? Ich hab halt während des Friendlies gespielt und dann habe ich so gefragt, wie steht? Und dann so 2-2. Ich so, yo, und das letzte Game war so geil, Mann. Ja. Also abgesehen vom letzten Stock, der war halt wirklich irgendwas. Wie oft Randall einfach die Interferenzmenge war und nichts mehr ging. Alle so richtig beide shake. Was für ein Grab. Oh mein Gott! Konadi! Kaboom! Sponsor hier. Das war die Konati Smash. Wir brauchen noch einen Sponsor für Konati, damit das im Weekly kommt von Japan. Mm. Stimmt, wir brauchen so ja. Lufthansa oder so. Ja. Berliner Luft. Turkish Airlines, das wäre gut. Die fliegen überall hin und machen so richtig erste Klasse Rich Boy Scheiße. Also für so einen Charlottenburger Jungen natürlich genau das Richtige. Der Rich Boy Shit. Wow. Oh! Oh, Vorteil, Irfan kümmert sich, alles klar, okay, Atsuko. Haben wir das? Irfan, du bist in 2 Wochen auch hier, ne? Was geht eigentlich ab, Alter? Dieses letzte Weekly von Konsti, aber gut, ich meine, sein Sponsor muss ja kommen, ja. Logisch. Aber habt ihr schon mal so. Oder hast du schon mal so. Hab dich gerade gesehen, weil ich denke, du bist ein Adliger. Hast du schon mal Turkish Airlines Werbung gesehen? Ich glaube schon. Das ist so übersick, Mann. Die werben halt richtig damit. So, wir sind übrigens für die richtig, richtig super sonderreichen Leute, die aber immer noch nicht Privatflugzeuge haben. So, für diese Demografie zwischen Privatflugzeug und im Prinzip ist mir so ein Flugzeug nicht genug. So, weißt du? Ja, sicko, Alter. Geil. Oh, Angst. Oh krass, wie haben wir so. Hab ich gerade gesehen. Coming up next. Leute, ach, da steht's. Yes. Nachbarschaftszentrum Divan e.V. Ey, Alter, das sieht immer so unmöglich aus. Und dann klappt's doch. Ah, und sollen die eigentlich subscriben zu Berlin Smash? Ey, Leute. Wir haben den Berlin 13 Atze Emote, den haben wir Julian und ich haben den Konzi zum Geburtstag geschenkt, indem wir halt ein paar Leute gesubbt haben, so random. Oh. Also falls einer von euch random gesubbt ist oder gesubbt wurde, habt ihr auf jeden Fall Berlin 13 Atze. Irfan hat der hat hier Twitch Prime, wie es aussieht. Nee, der hat nicht. Hat er nicht uns? Nee. Achso, diese Twitch Prime Krone kommt immer? Ja. Was für ein Scheiß. Ich glaube auch im Moment sind Subs 50% Rabatt. Wirklich? Ja, September! Ja. September! Do you remember? Ja, ist doch geil. Dann könnt ihr doch, also ihr könnt für 2,50 Berlin 13 Sad und Berlin 13 Atze bekommen. Oh! Yo! Ihr fahrt direkt los, Berlin 13 Atze. Richtige Atze. Gib Konsti deine Energy. Ja. Und die, also Konzi braucht sie mehr denn je gerade. Oh, da kommt er! Da kommt er. Das
Bild, ich glaube, das Bild habe ich sogar rausgesucht. Oder war das Julian? Ich weiß nicht. Julian, ich habe es auf jeden Fall besprochen. Halt dein Maul, ihr Fall. Du kannst nicht. Oh Mann. Okay, und das ist das 3-0. Jetzt spielt Jung Ulrich. Franken ist immer noch Nummer 1 in Berlin, ich sag dir, Bruder. Ich sag mal eins, Irfan hat gerade gesubbt. Oh, ein Sub, Digga. Was geht Franken? Franken mit dem Geld, da sieht man, die können sich den Soli noch leisten. Ja, Digga, komm vor dem Hannover Turnier unbedingt vorbei. Wir können mega grinden. Ich wohne um die Ecke von Konzi. Egal, was passiert. Das ist genau richtig. Ich habe dann genau mein Examen rum, Digga. Dann geht's komplett steil. Dann machen wir das einfach. Guck mal den Boy an. Der Boy, der Baller. Guck ihn dir an. Ich finde beide Boys sehr nice. Ja. Zwei nice Boys. Erstmal die richtige Playlist. Ja, brauchst du. Banger Mucke 2. Jetzt wird gebankt, heißt die Playlist. Thank you.
Geil mit dem Auto. Das klingt geil. Chat, wie viel steht's gerade? Steht's gerade wirklich 2-0? Wahrscheinlich schon, ne? Was geht ab? Ich habe das Ganze leider bisher verpasst. Aber geht hier ganz schön steil. Schein. Ja, der Subhype. 1-1. Ja, ich dachte, das letzte Match hat auch Dennis gewonnen. Irgendwas war so, Dennis hat so den Kopf geschüttelt und dann war es Peach auf dem Winning Screen. Aber super even right now. Right now. Very, very even. Oh, down air. This is it. Oh, aber er könnte noch leben. Er muss ihn jetzt noch einmal refreshen. 2,5 Sekunden. Das weiß ich halt noch gar nicht. Ich verstehe nicht. Türer wollte auch vorbeikommen. Ich weiß nicht, ob er mit dem Auto da ist. Aber ich würde mich auf jeden Fall nochmal melden. Check ich mal gleich aus. Ansonsten kann ich auch noch eigentlich mit dem Zug fahren, habe ich überlegt. Überlegt. Ja. Soweit, so gut. Stevo jetzt hier gerade mit einer ganz leichten Führung. Kriegt ihn näher. Pop-up-Schein. Let's get it. With Speck-Schein. Laser. Und dann kriegt er das Opening. 70%, das ist eigentlich ganz gut für den Stock. Aber ich glaube, das war es auch. Mehr kriegt er nicht. Dennis sieht so gut aus wie eh und je. Zug von Spandau. Ja. Gerade aus Spandau, 30 Minuten. Komm allein. Schlagen wir uns. Spaß. Oh, die Down Smash. Der Follow mit dem Regenschirm. Und wieder eine Offstage-Situation. Oh, das ist hier eigentlich ein ganz entspanntes Spiel so. Tippel vor sich hin. Dann kommt die Backer. Ich finde immer voll lustig, Dennis' Reaktionen, wenn irgendwas passiert. Ja, das ist super witzig, ja. Ist immer sehr, sehr into it. Aber das ist die Atzen-Power. Das ist der Atze in ihm, weißt du? Der kann das nicht anders. Oh, kranker Power-Shield. Afro, Regrab, Afro. Kriegt den Turnip, hat keins mehr. Aber, sieht ganz gut mit den Prozenten aus. Oh, gut ist die Ei. Ich dachte schon, Double-Shine vielleicht so oben raus. Reicht das für Battlefield? Weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Und er lebt. Krank, Falk kommt so weit wie zurück. Hat es denn uns noch? Ja, sieht doch relativ knapp aus, muss man sagen. Ja, dann ist ein ganz knappes Spiel, ist satt. Oh, er rennt einfach weg. Oh mein Gott, was für ein gutes Mix. Er holt sich einfach einen Turner. Richtig krass. Oh nein. Nicht, das ist nicht erfreulich. Das ist sogar das Gegenteil von erfreulich. Ich glaube, du hast den Zelda tatsächlich Icon von. Oh, das ist fast die gleiche Prinzessin natürlich. Prinzessin hin oder her. Da. Oh, das ist aber. Das ist kein Touch, oder? Doch. Was? Das war, wusste ich nicht. Krank, wir haben gerade herausgefunden, der Laptop ist Touch. Technologie heutzutage ist insane. Der ist auch schon 4 Jahre alt oder so. Komplett insane. Der hat auch gar keinen Akku, ne? Nee, Prozess. Der ist kaputt mit der Akku. Scheiße, Mann. Das ist ein PC eigentlich jetzt. Und die Backer, Jan Ulrich, hier auf seinem drittletzten Stock eventuell von diesem Verlierers-Brikett. Halbfinale. Oh mein Gott. Wie geht er mit dem raus? Tritt ein paar Mal in die Luft und dann slappt er ins Gesicht. Sehr aggressiv auf jeden Fall. Immer die Counter-Attacks, die versucht werden von Dennis, kosten ihn teilweise ein bisschen viel. Da kommen die Laser. Sehr safe.
baitet den Down Smash. Und da ist der zweite, der, das ist es. Stewo mit einem ganzen Stock. Ein ganzer. Der Aktienmarkt boomt. Die Stocks gerade hoch. 3 Stück an der Zahl. Stocks. Oh mein Gott, 64% schon. Dennis lächelt gerade so ein bisschen so. Und ist gerade so, oh nee, Junge, das ist nicht so atzig von dir gerade. Ja, der Dash ist was sick. Oh mein Gott, er ist gerade komplett in seinem Gehirn. In der Medulla Oblongata. Und der Upsmash out of shield. Stevo hat wirklich ein gigantisches Cortex-Areal, unter anderem. Mindestens eins, was riesig ist. Und das ist sein Falco Cortex. Der ist riesig. Und, er lebt. Nix. Oh mein Gott, aber er killt nicht. Oh mein Gott. Aber worth it, aber Upsmash kill, Dennis, oh nee, das geht doch nicht, nee. Dennis, genau das denkt Dennis, nee, das ist ja nicht gut. Junge Ulrich im Tournament-Stock. Ja, tatsächlich, der Turnierstock. Oh mein Gott, Uptilt. Das könnte das sogar sein, ja? Oh mein Gott, 90%. Down air. Er wird jetzt. Oh, das war's. Dennis ist gar nicht zufrieden. Und wir kriegen jetzt das Runback. Aufgewärmter Stevo. Gegen Consti. Vielleicht ein bisschen mehr getiltet. Ich weiß nicht, wie Losers Consti so ist normalerweise. Und Falco Consti. Na gut, das wissen wir alle, da müssen wir einfach nur den Pin-Tweet uns angucken auf seinem Twitter. Und dann wissen wir ganz genau, was hier abgeht. Leute, willkommen Losers Finals Berlin Weekly. Wir haben hier die feinsten Boys. Stevo könnte auch Supermodel sein. Und Consti könnte auch einer von den Atzen sein. Ja. Leute, subbt den Scheiß. Guckt euch den Scheiß hier an. 52. September. Winner versus Salakis. Ich warte gerade auf einen von den beiden. Und tja, mehr kann ich gerade auch nicht dazu sagen. Konntest du auf jeden Fall gut sein, Center Stage gehalten, bisher mit Nairs Openings zu kriegen. Stevo hier mit auch seinen Nair-Mix-Ups, Laser, Nair, sieht man, ja, hab ich predicted. Ha! Mal schauen, ich finde auf jeden Fall mehr Stuffed Backers. Wave Dash in Uptilt zum Beispiel, das ist das Stuff leider. So, Uptilt, ey Max Romeo, ey fuck, Digga, es tut mir leid, ich hab voll vergessen zu schreiben. Detection. Oh, nee. Aber ich werde das Angebot auf jeden Fall so richtig in Anspruch nehmen, so ab in 2 Wochen, sobald ich nicht mehr so im Stress bin. Ich habe heute in den 2 Wochen fast gar nicht gezockt. Ich bin verblüfft, dass es heute noch einigermaßen gut klappt hier mit dem Computerspiel. Egal, back to the match. Wir haben das Runback. Backer. Wir spielen schon wieder auf Dreamland. Consti hat die letzten 2 Matches auf Dreamland gewonnen. Das sieht auch hier ein bisschen wieder so danach aus, leider. Also ich sag leider, weil ich Stevo das auch gönne. Ne? So, ist das ein Stock Lead gerade? Ja. Das ist aber schon viel für CL. Ja. So. Er kann viel traden, er kann jetzt so Drive-By, so Stomp machen und so. Ohne da sich groß Gedanken zu machen. Er kann viel defensiv spielen, weil Falco muss approachen, mehr oder weniger. Oder hat zumindest das Gefühl, dass Falco approachen muss. Man kann auch mit Lasern noch ein bisschen mehr arbeiten, so wie hier. Das ist ganz gut. Ja. Laser Dash Dance zum Beispiel ganz super gut. Oder Laser Dash Back allgemein selber von Falco. Und dann den Confirm, auch je nachdem, was passiert. Aber da kennt ihr euch sicher mehr aus. Überall nur Falco Mains hier.
Shoutouts an Max Ohne. Ja, das ist ein Laser F-Smash. Aber er ist halt auf die Mid-Plattform. Konntest ja nach rechts die halt. War gut. Max Ohne der Falkomi, genau. Genau das wollte ich damit sagen. Falco Mains, Berlin 13, Atze, groß geschrieben. Das wäre geil, wenn es in 2 Wochen jeder einfach Falco spielt, dann um ihn rum zu tischen. Ja. Oder so ein Fox und Ekling. Mein Fox, ja, Ludwig van Beethoven. Hat der einen Winning Record gegen Konstis. Hey, Konati vs. World. Ja, Konati vs. The World. Wir sind alle nur Falco. Aber Konati damals. Ciao! Da geht Black Osa und noch ein Mensch. Ich weiß nicht, wer das noch gerade rausgegangen ist, leider. Ja, Konsti ist krank geworden im Ruf. Ja. Ja, aber kann das gut sein. Hat er auch fast nur. Glaube ich. Kann gut sein, oder? Glaubst du, da hat er ein bisschen Zeit investiert in das EMU? Ich hoffe. Ja. Also, er meinte eigentlich nicht. Marvin ist heute auch schon da. Ja, Marvin ist heute auch schon da. Oh mein Gott. Voll ausgewichen. Aber es ist tatsächlich doch jetzt. Na gut, jetzt ist das Opening. Das kann natürlich devastating sein. Man muss es so sehen. CF braucht jetzt noch ein gutes Opening und dann könnte es der Edge Guard sein. Aber er tradet hier und. Das ist, aber das ist halt bei beiden so. Das ist den Stock. Ja, ja, aber wegen dem Prozent einfach gerade. Oh, das. Das ist gar. Das sieht nach. Digga, das war. Das hätte. Wir sehen uns. Ja, wir haben sehr viel Spaß gemacht. Bis nächstes Mal spielen wir. Bis Nido. Ciao. Bis nie wieder. Donnerstag. Bis Nido. Bis nächsten Donnerstag. Achso. Oh mein Gott, er konnte geshieldgrabbt werden. Gasp. Warum wirst du nicht shieldgrabben? Nein. Eine Neutral Attack. Eine Backer. Eine. Oh, das war. Könnte sein. Oh, nein! Das war zu weit. Das war. Nein! Oh nein! Das war traurig. Spaghetti's. Vor allem, der hat noch nicht mal Down Air versucht. Knees weak, arms are heavy. Spaghetti. Das ist halt Falco-Moment. Oh shit, er droppt direkt durch die Plattform. Wichse. Dann Neutral Start. Kannst du mit dem Port 4? Ich hab vorhin nur gewonnen wegen Port 4, Leute. Konsti gewinnt Berlin auch gerade. Berlin 13 Set. Ja. Ha? Berlin 13 Set. 13 Set. Berlin Rivka Set. Rivka Set. Oh, Rivka Set, ja. Aber guck mal, das Momentum ist ganz auf der Seite von Steve Wirbel. Man sieht hier auch ein bisschen, finde ich, der Trend, dass so kleinere Stages teilweise ganz gut für Steve sind. Aber mal schauen, wie lang. Oh, back air, krank. Macht nichts aus der Invincibility leider. Aber mit den Nairs stufft er gerade ganz gut. Die ganze Zeit die Approaches von CF abgefangen. Oh, einfach grab. Grab einfach sein Arschloch. Komm, mach das aus deinem Arschloch kurz. Let's get it. Oh, was war das? War das ein Upsmash oder eine Backer? Ich weiß nicht, was das war. Ich glaube, eine Backer. Ich weiß nicht, was das war. Yeah. Upsmash wäre länger. Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall ist Tibo hier leichte Führung mit einer nächsten Combo. Könnte das ganz gut aussehen. Ich glaube, Steve hat irgendwo adapted. Er geht jetzt eher auf die kleinere Welt. Ich glaube auch, vielleicht eher, hat die nächste Platte wird eher so FOD werden, weil er hat auch Dreamly gecounterpickt so. Ein bisschen. Konsti mag den Space, weißt du? Er mag das mit Space nach hinten weg zu haben. Oh, aber er nutzt auch hier die Tech Chase Situation. Ja, man, Steve spielt, finde ich auch. Ja, der ist wieder gerade in seinem Element. Ja, lange nicht mal gespielt. Zen State. Einfach nur Mini spielen. Ja. Sonst nichts. Wow.
Oh. Shine. Shine. Back, ja. Oh mein Gott, er hat so viel Zeit. Er hat sich noch ein Butterbrot geschmiert, ein bisschen mit Marmelade drauf, so hat es gegessen. Hat noch gerade noch einen Stern getrunken. Dankeschön. Ja, du musst ja danach spielen. Stimmt. Das ist gar kein Problem. Ich will noch nie aufhören. Sieht gut aus hier. Was könnte das sein? Oh mein Gott, das könnte das. Oh! Oh! Was war das? Was war das? Der hat zweimal hintereinander von mir. Boah, das war. Die Zeit wie mit dem Momentum. Was war das denn? Ja, heftig. Fandst du ja das dann trotzdem noch irgendwie beruhigt? Das sind genau die gefährlichen Situationen, da muss man. Ja, same, aber auch klar, aber er hat's einfach gedacht. Oh mein Gott. Muss ich mir Sorgen machen gerade? Er trifft down in here. Muss ich mir Sorgen machen. Und das wird ein spannendes Game gleich. Ich muss gleich spielen eigentlich. Vielleicht aber auch erst im 3. Ja, das stimmt, aber. Er muss auch zugucken, wie die spielen. Schade. Entschuldigung. Oh! Krank. Vielleicht auch nicht, ne? Das könnte schnell vorbei sein. Deswegen, ich bin gerade. Ich sehe ja, was hier gerade passiert. Ich verstehe nicht, was das war. Das ist der Abend der Feier. Hä? Das ist der Abend der Feier. Der Feier. Feier! Wer hat eine Feier? Wir haben einen Feierabend. Ach so. Gott, Alter. Ich bin kein Mensch. Ich verstehe sowas nicht. Ich habe noch nie Feierabend gehabt. Ich mache nämlich nicht Feierabend. Oh, das. Irfan hat es verstanden auf jeden Fall. Hat er den Feierabend verstanden? Ja. Er ist aber auch nicht so ein Autist. Ich verstehe nichts. Tut mir leid, Chat. Ich wollte das. Ich kann jetzt mit dem Autismus nicht. Oh, jetzt. Ey, so viele Zombies habe ich noch nie treffen sehen. Ich habe noch nie so viele Zombies gesehen. Ich weiß, was ich tun muss. Ich glaube, wenn man nicht einpassen kann. Yeah.
Genau, dann macht er halt eine Zeit.
Zeit abläuft. Damit du immer easy approachen kannst. Genau, so. Thank you.
Shit.